Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Herz, Seele, Ball, das ist die Ausgabe für, was haben wir denn heute? Dienstag, dann kann das nur die Ausgabe für Mittwoch sein. Also, liebe Freunde, es war für mich ein langer, interessanter Tag. Ich saß mit Wolfgang Bosbach, dem Kanzler der Herzen, auf einer Bühne im Kolpinghaus in Kempen. Hier ein kleiner Eindruck. Es war ein netter Abend, Altersdurchschnitt, ja, mein Alter, muss man sagen. Und das von Wolfgang. Aber das ist auch, glaube ich, völlig normal. Interessant, ich habe ihn unter anderem gefragt, er war ja auch mal als Präsident für den DFB, zumindest in der Presse genannt. Antwort von ihm, mit mir hat niemand gesprochen. Also es hat ihn nie jemand danach offiziell gefragt. Reine Presseerfindung. Und ich würde sagen, darauf ein Pülleken. Komm, wir trinken noch ein Pülleken. Das kleine Hellbier, das aus der Reihe tanzt. So, das Pülleken haben wir getrunken, ein echtes Schalker Bier. Oh, ja, ich darf gar nicht daran denken, Schalke in Sandhausen, die zweite Liga spitzt sich zu. Aber darüber wollte ich gar nicht weiter referieren heute, sondern unter anderem über eine Schiedsrichterin. Wie heißt die Dame? Warte, ich muss das ablesen. Carolina Boya. Unglaublich. Wenn man so aussieht, hat man schnell 160.000 Fans und von der will eigentlich jeder eine rote Karte sehen. Ne? Also könnt ihr mir vorstellen, dass der eine oder andere da Dummheiten macht, nur damit die Schiedsrichterin auf einen zukommt und sagt, Herr Potowski, rot, ungebührliches Verhalten der Schiedsrichterin gegenüber, um Gottes Willen. Ja, also das ist schon witzig, wenn man durch solche Fotos dann bei Instagram 160.000 Follower bekommt und eine Schiedsrichterin dann eine große Anerkennung. Hat sie aber auch verdient. Ich glaube, sie ist so oder so eine gute Schiedsrichterin. Und ich möchte das absolut nicht irgendwie hier auf das Optische reduzieren. Reduzieren ist immer ein guter Hinweis hier bei uns in der Show. Man bekommt manchmal interessante Sonderangebote. Und heute auch danke an die Telekom. Jetzt bei der Telekom. Mit Magenta TV Netflix das perfekte Angebot für unbegrenztes Film- und Serienvergnügen sichern. Freut euch auf Highlights wie Stranger Things, The Crown und Inventing Anna. Und alle Vorteile von Magenta TV. Jetzt einsteigen und bei Magenta TV Netflix über 215 Euro sparen. Nur bis zum 31. Mai bei der Telekom. So, das war der kleine Telekom-Hinweis. Der BVB hat gespielt gegen Kiew, fand das ganz toll. 35.000 Zuschauer, 400.000 Euro wurden da eingenommen für verschiedene Projekte in der Ukraine. Und ja, das Spiel ging das dann 2-3 aus, aber das war vollkommen egal. Das spielte gar keine Rolle, wie diese Begegnung ausgegangen ist. Da ging es wirklich um den guten Zweck und um die Solidarität. Ein Wort, das so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber das ich für sehr, sehr wichtig halte. Solidarität in vielerlei Lebenslagen. Herr Nagelsmann hat heute trainiert mit so einer Flüstertüte, hat gefeiert mit den Angestellten die Meisterschaft, fand die Fotos ganz witzig und auch die Attitüde von Julian Nagelsmann, weil er da sehr, sehr, ja, ich darf es ruhig so sagen, kindlich wirkte und einfach Spaß mit seinen Jungs hatte, dass er diese Flüstertüte da hatte, hat merkwürdige Geräusche abgegeben. Und das gefällt mir dann wieder, dass dann ein so hochbezahlter Millionär auch mit Anfang 30 dann auch noch einfach ein kleiner Junge ist. Und das ist auch prima so, wenn das durch den Fußball transportiert wird, gelegentlich jedenfalls. So, am Wochenende Lautern-Fans aufgepasst, Schalke-Fans aufgepasst, Werder-Fans aufgepasst. Es wird spannend und ich bin im Abstiegskampf bei Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC im Einsatz. Es wird ganz, ganz schwer für Arminia Bielefeld die Klasse noch zu halten. Das Ganze dann am Samstag als Field-Reporter. So, ich habe am Freitag noch eine Veranstaltung mit Jürgen B. Hausmann, einem Kabarettisten. Ausgefüllte Woche, freue mich darüber und freue mich, dass ihr zugeschaut habt bei Herz, Seele, Ball. Wir sehen uns und hören uns erstaunlicherweise morgen. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.